Herz schlägt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Und in der letzten Folge wurden wir von einem Kopfgeldjäger geschnappt am Ende und wurden hier in dieses Gefängnis, nennen wir es mal, gesteckt und wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Wir sehen einfach hier nur so eine steinige Umgebung, als wären wir hier irgendwo unter der Erde. Und ja, wir haben auch kein Lichtschwert mehr, wurden uns alles weggenommen, BD-1 ist nicht mehr bei uns. Und ja, wir sind hier in diesem Raum gefangen und müssen hier irgendwie rauskommen. Und ich weiß nicht genau wie, aber wir ziehen hier einfach erstmal alles raus, weil wir mit der Macht hier sehr viel anfassen können. Anfassen vor allem. So, deswegen... Was da hinten? Guck mal, wir haben hier schon mal einen Stecker. Hier, und hier haben wir etwas, was wir nicht kriegen können. Hallo? Ah, da oben. Das können wir wegnehmen. Und da ist ein Stecker. So, dann stecken wir den mal da rein. Geht die Tür jetzt schon aus? Das ist ein bisschen einfach, oder? Das war's. Wow. Das war ein bisschen einfach. Gut. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Die Luft ist kalt. Verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Aber kein Hall. Das fällt auf. Da haben wir also noch irgendwie gefangenen Viecher. Also irgendwie... Die halten hier recht viel, würde ich mal behaupten. Das klingt ja sehr vertrauenswürdig. Gehen wir einfach erstmal hier rein. Hier ist ein... Hier nochmal aufsprengen. Hier sind ganz viele tote Viechers. Können wir nichts scannen oder so? Bringt uns richtig viel, hier reinzugehen. So. Ja, was ist das hier für Sounds? So, wir haben hier einen Fillack. Haben wir hier die Borgeling-Ratten oder wie sie hießen. Noch mehr von den Mistviechern. Wir können ja mal hier runter gucken. Ja, man sieht einfach nichts. Alles klar. Da möchte man also nicht runterfallen. Hier, da hinten ist eine Tür. Hier können wir was öffnen. Was haben wir hier? Ach Gott. Okay, so ein Viech. Gut, das sieht mir nach Rätselei aus. Dann haben wir... Können wir den Stecker einfach mal da reinstecken? Vielleicht öffnet der uns ja diese Tür da, die wir da links sehen. Vielleicht auch nicht. Schade. Ist irgendwas bewirkt? Ich sehe keine Veränderung. Können wir den nochmal... Komm ja, da können wir den reinstecken. Das war's. Sieht aus, als würde es das Tor irgendwie bewegen. Aber das brauchen wir ja eh nicht. Hier bräuchte man BD-1, um es zu überladen. Okay, warte mal, wir stecken das... Hallo. So, wir stecken das mal da rein. Sieht aus, als würde dann der Aufzug oder was das ist aktiviert werden. Und dann werden wir schon erstmal, die Tür hier aufgeht. Ne, brauchen wir auch als BD-1 für. Wir gehen mal auf den Aufzug, klappt's? Ne, wir haben hier noch nicht genug Energie. Haben wir hier irgendwas dran an dem Ding? Nee. Vielleicht müssen wir das auch einfach rausnehmen. Wir nehmen mal die Beulen raus. Vielleicht, warte, wir nehmen mal das auch raus. Dann müssen wir das vielleicht da reinstecken. Ich weiß es halt gerade ehrlich nicht. So, gucken wir mal. Es reicht von der Range auf jeden Fall. Das hat etwas bewirkt. Und was? Tür ist immer noch zu. Was soll denn das bewirken? Jetzt haben wir hier Strom. Und jetzt können wir das hier reinstecken und dann geht die Tür da links auf, oder? Die Tür ist auf. Ah. Rätselmeister. Gut, dann können wir jetzt auch durchgehen. Boom. Geil, ein enger Spalt. Natürlich, wie immer. Habe ich fast vermisst. Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Wäre ganz praktisch. Aber das Gefühl, dass das Spiel Leute irgendwie lauter ist als sonst. Ich hoffe nicht, weil sonst hört man mich wahrscheinlich kaum. Ja, das sieht aber auch schon verdammt cool aus hier. Das ist einfach nur schwarz. Okay. Ich hätte aber gerne mal wieder mein Lichtschwert zurück. Ich werde beobachtet. Ein Lydak heißen die Dinger, glaube ich. Die sehen wir noch auf Dathomir. Was haben wir hier? So ein Viech von Kashyyyk. Oh, das ist ja bestimmt irgendwo sehr bestimmt noch die Spinnen. Hier sind tote Bogling-Ratten, wenn sie so hießen. Und sonst ist wieder gar nichts in dem Raum. Es hat sich wieder richtig gelohnt, da reinzugehen. Oh,
Wishocks. Oh, ganz schreckliche Dinger. Ah ja. Wer ist er denn? Hey, ist da drin jemand? Hi, Chubadanago! What? Wo sind wir? Hoppa, Sorktomo Kili Uba, Shakpudu. Was? Sorktomo? Stuta Karkina Donda! Donda! Okay. Ich glaub, dir geht's gut. Hetschuta! Alles klar, wir können. Gut, das reicht dann auch mit ihm. Oh, der eklige kleine Spinn auch von da von mir. Da war was runtergefallen. Also, ah, der J hat's. Darf natürlich nicht fehlen. So, okay. Nehmen hier links irgendwas, hier können wir aber nichts machen, ne? Nee. Das ist ein riesiger Schlund. Hier kommen wir lang. Okay, wollen wir jetzt Kopfanschluss? Ich glaube, das geht in den Raum zurück, wo wir eben waren mit den ganzen Kabeln. Okay. Ja. Ah, diese Spinnen sind auch so eklig, Alter. Auch wenn sie tot sind und von da oben runterfallen. Alter, sind trotzdem einfach widerwärtig. BD1! BD? BD1! Bist du das? Da bist du! Bist du okay? Oh, den. Ich hol dich da raus. Den zwar nicht, aber okay. Wir sehen da unten auch so eine verschlossene Tür. Mit so einem Energiefeld. Wie kommen wir da hin, ist die Frage. Wir haben hier... Wir haben ja eigentlich nur ein Kabel. Da drüben war ja nichts, ne? Hat hier so ein Ding einen Anschluss? Aber dann müssen wir das einfach... Ah, okay, wenn wir das rausziehen, dann geht die Tür schon auf. Warte mal, dann können wir uns doch bestimmt hier dran schwingen. Ja, guck mal. Oh! Okay. Nein, ich will da unten rein, Digga. Alter, wie schwer ist dieses Schwingen hier gerade, bitte? Rein da. Oh, Alter. Hier ist wieder gar nichts. Ist das verbuggt, dass irgendwie die Echos bei mir nicht da sind? Als ob es einem gar nichts bringt, hier in diese Tür reinzuspringen, die vorher verschlossen ist. Also. Ah, Spieleentwickler. So, wie kommen wir denn jetzt. Nein, wir können da oben vielleicht noch irgendwo hinschwingen. So, warte mal. Ist da oben? Da oben ist was. Ja, da können wir auf jeden Fall hinschwingen. Warum auch immer man so ein Gefängnis hat, was oben einfach offen ist. So, warte mal. Jetzt ziehen wir das nochmal hierher. Hier brauchen wir Stroh. Rein mit dem Lachs. Ja, okay, die Leute rechnen wahrscheinlich nicht damit, dass man die Macht nutzen kann. Als 0815-Typ, der hier aus dem Gefängnis ausbricht. Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Oh. Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Ja, die Droiden sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Droidengefängnis. Hier zur Holocard hinzu. Entkomme aus dem unterirdischen Gefängnis. Gut, ich denke mal, wir müssen zum Fahrstuhl. Das ist das Einzige, was bisher noch rot ist. Warte mal, was ist diese? Wo ist denn überhaupt unser Zielpunkt? Einfach nirgendwo. Alles klar. Raus. Aha. Warum auch immer man sowas hinter irgendeinem Metallding ja versteckt. Du ist da unten die Lichtschranke wieder zu, aber ist auch egal. Können wir. Vielleicht mussten wir das mit BD scannen. Das kann natürlich sein. Vielleicht können wir da jetzt rein und der kann da irgendwas scannen. Also, wir probieren das nochmal. Ich will ja nichts verpassen hier in dem Game. Jo, hallo, ich will noch nicht darauf. Digga, dieses Schwingen mit diesem Kabel ist auch so weird. Nein! Gut, wir lassen es einfach. Da unten wird schon nichts sein. Wir schauen mal auf die Map. Wir konnten da... Ja, okay. Wir können hier zurück. So viel anderes können wir hier nicht machen. Können wir was scannen? Sehen wir nach, was dahinter ist. Gute Arbeit, BD. Abkürzung freigeschaltet. Ich schaue nochmal eben, ob wir in den Räumen da hinten irgendwas scannen konnten. Nee,
Kann ich einfach wirklich gar nichts machen in diesen Räumen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, wir müssen jetzt mal gucken. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie diesen Aufzug aktivieren. Aber warte mal, wir können das Ding nehmen. Hier ist kein Strom drauf. Hey, BD. Aber safe. Safe ist der Strom drauf, wenn wir das gleich überladen. Das heißt, wir werden dieses Kabel nehmen, wo Strom drauf ist. Dann da reinstecken. Dann hat die eine Seite Strom. Dann überladen wir die andere Seite. Und dann hat auch die andere Seite Strom. Und der Fahrstuhl wird funktionieren. Das ist mein Masterplan. Ich hoffe, er funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Das ist einfach. Ich bin der Rätselmeister, Leute. Ich bin der Rätselmeister. Und jetzt mal gucken, wo uns der Fahrstuhl hinbringt. Erstmal nach oben. Und wieso haben wir eigentlich so wenig Stimpacks? Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Alles klar. Hey, ich kenne diese Band. Wir meditieren erstmal, das sieht mir nach einer Kampfarena aus. Wir begeben uns mal langsam ins Ungewisse. Sieht verdammt cool aus. Zack, Tormo. Na, Wahnsinn, da ist unser Freund! Wir haben schon gesagt, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Zack Tormo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy 4 abdanken. Der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus der längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht doch sein Baby. Du willst deine Show? Dann bekommst du eine Show. Alles klar, okay. Wir- wow! Oh Gott! Nicht der Ogge de Bogge, du! Nicht er wieder, ey! Mein Kryptonit! Stirb! So, schon mal gut Damage gemacht. Okay, warte, wir machen erstmal diese. Nein, nicht der Ogge de Bogge, du! Mit der Zunge! Diese komischen Flammenkäfer, ich treffe sie einfach nicht. Ey, dieses Ziele markieren ist manchmal echt unpraktisch. So, okay, ja. Ah ja, ist einfach mal dein kleiner Flammenkäfer da. Was? Wieso kommen denn jetzt schon neue? Ich bin noch nicht bereit dafür. Eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ist der Ogdebogdo nicht so gut, aber diesen Angriff, den kann ich nicht abwehren. Okay, jetzt habe ich gerade erst irgendwie abgewehrt. Okay, warte, wir können ihn killen. Okay, was haben wir? Ganz viele von diesen kleinen Viechern. Nein, weg! Nicht explodieren. Okay, jetzt müsste man aber eigentlich hinkriegen. Okay, noch mehr von den Viechern. Einer oder so, weg. Genau, einer. Können wir hier nicht einfach reingehen? Ah, oh, war das doof. Das war richtig doof. Ich muss doch meine Credits zählen. Ah, das sieht verdammt cool aus, das kann mir keiner was anderes sagen. Oh, nee! Oh, diese ekligen Giftspinnen, Alter. Und dafür um hier. Ah, nein, nicht rein ins Gift. Das war verschwendete Machtenergie. Ja, okay, noch mehr, komm. Aua, aua. Geh weg. Wow! So, okay, diese Sprintattacke ist gut. Ey, ihr mit. Was ist da hinter mir? Wow, ja, da! Nein, ey, ich hasse es. Gib mir Stim. Wow! Alter, ich hasse es. Oh, Bruder! Ich hasse es. Ihr seid so eklig, Alter. Zu schnell, Alter. Das kann nicht sein, dass sie mich damit trifft. Ist dem? Ja. Was hat er gerade gemacht? Ich will hier weg. Ich will nicht in dieser Ecke sein. Ich will absolut nicht in dieser Ecke sein. Ging hier gerade schon wieder die Tore auf. Komm her, J-Hatz. Oh! Dafür sind wir definitiv noch nicht mächtig genug! Nein, hör auf damit! Jetzt ihn finishen. Okay.
Okay, ihn kriegen wir gefinisht. Okay, jetzt sind diese doofe Drecksspinne, Alter. Oh, nein! Oh, ich finde, es ist so eklig. Hey, dieser Angriff ist so scheiße. Geblockt, jetzt. Stirb! Mistviech, Alter. Okay, komm, rauf. Keine Machtenergie. Ach, der komische Spinnenzauberviech, Alter. Okay, wir blocken das einfach auf ganz entspannt, nicht perfekt. Okay. Oh, reicht jetzt auch, oder? Oh nein! Was kommt denn jetzt noch? Aha. Mad Mitch, wir kennen uns doch schon, Freundchen. Du kannst dich nicht denken. Schade, kam zurück. Probier's doch nochmal. Oh, das können wir nicht zurückleudern. Okay, jetzt komm her und jetzt drauf. Ach. Mal kurz ein Stim. Oh, das war doof, den hätte ich zurückfallen müssen. Okay, diese Drecksfernkämpfer. Ja! Mad Mitch! Boom! Weggetreten und ich schwebe immer aufs Jetpack. Mad Mitch besiegt. Und das Scan. War's das jetzt bitte? Ja, moin. Da kommt unser TPT raus. Es gibt keinen Kabel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Geile Sequenz auch. Ja, boah. Hey, Grace. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Druidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Kerl, wir haben Tavul und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Das ist unsere Spur. Sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Kerl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr.
Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Und damit haben wir diese Videosequenz geschafft. Und das war auch ein sehr cooles Level in Anführungszeichen. Der Planet mit der Kampfarena war schon sehr nice. Haben wir irgendwelche neuen Pflanzen? Ne, anscheinend nicht. Aber auf jeden Fall war das ein richtig nice Level, muss ich sagen. Auch wenn mich diese Spinne wieder etwas überrascht hat. Und ich denke mal, unser nächstes Ziel wird dann Kashyyyk sein. Denn Tafuul ist bereit, uns zu treffen. Und wir wollen natürlich auch zu Tafuul. Also von daher würde ich sagen, reisen wir mal sowas von nach Kashyyyk. Aber das soll es von der heutigen Folge auch gewesen sein. Wir werden jetzt da nochmal eben kurz landen. Und ja, ne, wir werden den Planeten jetzt nicht weiter erkunden. Das kommt dann alles in der nächsten Folge. Damit sind wir angekommen auf Kashyyyk. Ich habe auch eben sogar aus der Luft schon ein Machtecho gesehen, da rechts in diesem Helm. Wie gesagt, das Imperium hat hier ja anscheinend überrannt. Also Rebellen werden wir jetzt hier nicht wirklich finden, außer in den Wäldern bei den Wookies, wo wir auch zu Tafuul müssen. Aber Kashyyyk heißt doch wieder Spinnen, Leute. Und da habe ich doch wieder gar keinen Bock drauf. Aber naja, da müssen wir durch für die Sache, würde ich sagen. Für die ganzen machtbegabten Kinder, die wir retten wollen, die in diesem Holocron versteckt sind. Und ja, damit soll es aber von der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Damit bin ich raus für heute. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.